Na, benutzt doch mal. So. Okay, unerwartet eine Quest dazwischen. Aber so eine schwarze Pampe hier, ne? Und jetzt werden wir doch mit Sicherheit... Ist das ekelhaft. Was war denn das? Wir kommen hier doch nie im Leben einfach so raus. Oder doch? Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Hast du das Schwert gefunden? Ja, aber gehen wir? Da müssen wir sie erstmal zurückbringen, ne? Das ist aber doof. Ich sag mal, warte hier. Warte auf mich. Sie soll hier warten und wir... Der Wind heult. Ja. Danke für diesen Kommentar. Ich will nämlich erstmal eigentlich wirklich in Ruhe hier die Rüstung finden. Was soll denn der Kack jetzt? Wir sind ein bisschen doof. Wir lassen sie da mal sitzen. Wir haben das Schwert schon geholt. Und holen sie dann nochmal ab. Was machst du denn da? Hätte es mich verletzen können. Oh, der Regen hat aufgehört. Du bist ein Hexer, nicht? Der Regen hat aufgehört. So, die Ruinen von Fort Ednir. Entschuldigung. Kurz husten. Die sind da. Dann gehen wir nach Kehr. Ne, nach Rockne ist besser, ne? Wir gehen mal nach Rockne. Na. Viel fehlt uns ja nicht mehr. Sobald wir die Bärenrüstung dann haben, können wir auch wieder mal den Schwerter auf dem Rücken. Was lassen die sich als nächstes einfallen? Ja, die jungen Leute heute, ne? Die Hipster. Wir müssen irgendwie hier querfällt ein wieder, naja. Wird schon stimmen. Oder auch nicht. Ist das eine Abkürzung zum Weg hier? Guck mal, ganz schön sportlich, der Geralt. So, da sind wir wieder auf dem Weg. Oh, ein Bach. Die Ruinen kennen wir aber auch noch, ne? Klar kennen wir die noch. Hier waren wir schon mal. Ist das da hinten nicht die Stelle, wo beim letzten Mal dieser übermächtige, was war das, ein Golem war? Ich glaube fast ja. Aber der war ja auch weg. Wir schauen mal. Alles ruhig. Und hier haben wir die, die Dings übersehen. Ach was. Brief des Ritters Schalimir und das Bären-Silberschwert. Haftbefehl für Hexer Gerd. Okay, wir sollen den Brief lesen. Machen wir natürlich sofort. Brief des Ritters Schalimir. Eure durchlauchtigste Hoheit, Herzogin des Seebogens. Unleserlich. Der Hexer Gerd fürchtete den Ärger eurer Hoheit, den gerechten Zorn, weshalb er nach Skellige floh, zu diesem Nest von Piraten, Dieben und anderen Banditen. Doch die Götter standen auf unserer Seite, denn im Nu stießen wir auf seine faulen Gestank und verfolgten ihn bis zu einem Wirtshaus unweit des Dorfes Freistal, wo er mit den Einheimischen speiste. Manche wollten ihn beschützen und behandelten diesen Verräter wie einen Waffenbruder. Aus diesem Grund ließen wir keine Gnade walten und brannten das Gasthaus nieder. Doch zu allem Unglück konnte der Hexer uns ein weiteres Mal entwischen.
Wir verfolgten ihn zu den Ruinen der alten Festung namens Ednir, wo er sich versteckte oder einem Monster auflauerte. Unleserlich? Eilig griffen wir seine Position mit allen Kräften an, doch dieser Verräter erschlug 5 meiner Männer, verwundete mich schwer und brachte mit seiner Zauberei das Dach der Ruine dazu, auf uns herabzustürzen. Unerschrocken werden wir uns schon bald befreit haben. In der Zwischenzeit habe ich das Lager des niederträchtigen Hexers durchsuchen lassen und dabei ein Schema irgendeiner seltsamen Waffe entdeckt. Es liegt diesem Schreiben bei und ist hiermit der Obhut eurer Hoheit anvertraut. Noch einen Tag, vielleicht auch 2, dann werden wir uns aus diesem Schutt befreit haben und den Hexer fangen. Wenn das Schicksal uns gewogen ist, werde ich das nächste Mal keine Nachricht senden, sondern den Skalp des Hexers. Unleserlich. Doch es muss gesagt werden, dass es eurer Hoheit von Anfang an mit seinem rüpelhaften und brüsken Manieren beleidigt hat, obwohl es einem einfachen Ritter ein Rätsel ist, wie ein niederer Wurm, wie er es wagen kann. Also ein niederer Wurm, wie er es wagen kann, eurer Hoheit auch nur ihren kleinsten Wunsch abzuschlagen. Eurer durchlauchtigsten Hoheit zu dienen, Alter, ey, der Typ, ist eine Ehre und ein jeder, der sich dieser Ehre verweigert, entlarvt sich selbst als Dummkopf oder Schurke. Dem Himmel sei Dank, dass die Götter über eure Hoheit wachen und dem erbarmungslosen Thronräuber, diesem Verrückten, der sich euer Vater nennt, der gestohlene Thron ohne die Hilfe dieses Mutanten entrissen wurde. Doch es ist die Aufgabe der Hexer, euer Hoheit, bitte entschuldigt mein temerisch, Monster zu töten, und euer Vater, was war er denn, wenn kein Biest, kein mörderisches Monster, das sich am Blut der Unschuldigen gütlich tut. Und da er ein solches Monster war, wenngleich in der Haut eines Menschen, der seine monströse Gestalt nur durch Taten und nicht durch sein Verhalten verraten hatte, hätte der Hexer ihn töten müssen, wie eure Hoheit es von ihm verlangte. Aus diesem Grund wird es diesem Kerl den Hals kosten, das Gesetz der Ehre und der Hexer gebrochen zu haben. Euer bescheidener Diener Schalimir von Schwarzfrüdland vom Banner der Brands. Alter. Eure Hoheit, eure Hoheit, eure durchlauchtigste Hoheit, der Typ, ey. Also, dem Hexer Gerd sollte den Vater ermorden, hat er nicht gemacht und dann ist ein Haftbefehl ausgestellt worden und den haben wir hier. Hiermit sei kundgetan, dass der als Gerd bekannte Hexer schändliche Verbrechen gegen die Herzogstiara begangen hat. Nämlich Beleidigung ihrer herzoglichen Durchlaucht, Widerstand gegen die Wachen von ihrer Gnaden, Kollaboration mit dem Usurpator sowie weitere Taten, die Schaden über die Herzogstiara bringen. Wer ihm Unterschlupf gewährt, gilt als Komplize seiner Verbrechen. Es ist die Pflicht jedes einzelnen Untertanen der Herzogstiara, den Gesetzeshütern, welche ihn dingfest zu machen trachten, jede erdenkliche Hilfe zu gewähren. Auf die Ergreifung des Hexers Gerd, tot oder lebendig, wurde eine Belohnung von 300 Seebogen-Dinaren ausgesetzt. Im Namen ihrer Durchlaucht Helena Langehaare, Erbin des Herzogstums Seebogen, Suzerän von Gelibol. Boah, man möchte brechen. Feinen Herrschaften. So, was sagt uns das? Durchsuche die Ruinen des Gasthauses. Patsch! Das Gasthaus ist 1640 Meter entfernt. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Wo liegt denn dit? Da unten. Das Gasthaus liegt da unten. Okay. Zack. So, pass auf. Weißt du, was wir jetzt machen? Den Rest, also dieses eine Teil der Bärenschulenausrüstung, ist ja nur noch eins, ne? Beziehungsweise es gibt dann noch die Verbesserung Teil 1 und Teil 3, Na gut, aber die sind eh noch zu hoch. Die können wir vergessen. Das können wir vergessen. Wir machen die. Und dann haben wir sie und dann würde ich sagen, in der nächsten Aufnahme versuchen wir das Zeug auch mal zu schmieden. Mit der Hoffnung, wir kriegen es auch hin. Ne? Hoffentlich fehlt da nicht so viel. Aber bis dahin sage ich einfach, wir sehen uns. Hoffentlich. Also gleich oder in der nächsten Folge. Bis dahin auf jeden Fall. Tschüss. Ja, hallihallo und da geht's auch schon direkt weiter. Uah. Bin ein wenig angeschlagen, waren 2 anstrengende Wochen, aber jetzt bin ich nur noch einen Arbeitstag vom Urlaub entfernt und wir haben, genau,
Hier haben wir einen Teil der Bärenschulenausrüstung gesucht, ne? Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Die anderen waren zu hoch, obwohl, nee, die geht. Durchsuche die Ruinen des Gasthauses. Sehr gern, sehr gern, sehr gern. Wo müssen wir denn da hin für? Irgendwo da unten. Ja. Aber warte, warte, warte. Können wir uns... Ach nee, die beiden haben wir nicht gefunden beim letzten Mal, ne? Kann das sein? Ich lasse die nochmal. Und wir gehen mal eben schnell nach da unten. Und suchen den letzten Teil der Bärenschulen-Ausrüstung. Ja, doch. Ich glaube, so machen wir es. Ich hole uns mal Plätze ran. Und vielleicht schaffen wir es sogar in der Aufnahme, die Teile zu craften. Das wäre echt richtig geil. Würde mich voll freuen. Meine neue Rüstung, ein bisschen neues Outfit. Das wäre schon fein. So, warum nehme ich Plätze? Ist ja klar, wir müssen ja noch ein bisschen was von der Karte entdecken. Wir reiten hier mal durch, gucken mal, ups, an was für Orten hier wir hier vorbeikommen. Und vor allem, ob da noch ein paar unerkundete Orte sind. Also mit Sicherheit sind da unerkundete Orte, aber halt hier diese, ne, ihr wisst schon, die Fragezeichen Plätze. Plötze, Plätze. So, wird ein langer Ritt. Ja, wie gesagt, 2 harte Wochen gehabt. Vollzeit gearbeitet. Und Dschungelcamp läuft. Da muss ich ja gestehen, das gucke ich mal ganz gerne. Das heißt mal ganz gerne. Ich gucke es eigentlich ganz gerne. Aber es kommt halt immer sehr spät, ne? Und ja, mit nur 5 Stunden am Tag, Schlaf am Tag komme ich nicht zurecht. Das ist, naja. Gut. Was ist das? Was ist denn das? Zeig mir, was du zu bieten hast. Ein Zyklop. Müssen wir den killen? Sollen wir den killen? Hebt er irgendwas auf? Nee. Da waren Wölfe, glaube ich. Zyklop. Ja. Hier ist direkt ein Lager. Eigentlich sollte man die ja warnen. Achtung, da hinten ist direkt ein Zyklop vor eurer Haustür. Lager der Bergleute. Interessant. Mal kurz gucken. Aber es wird zumindest nichts aufgedeckt hier. Ich versuche mal einfach weiter in die Richtung zu reiten zur Quest. Ich hätte schon gerne die Bärenschulen-Rüstung, bevor wir hier wirklich weitermachen. So. 300 Meter haben wir schon. 1000 liegen noch vor uns. Dann... Langsam. Was ist das? Los, los. Noch ein Zyklop. Ist der böse oder der liegt hier so? Jo, ist er. Komm. Den boxen wir mal um. Dann nehme ich am besten Quen. Fupp. So. Habe ich noch die... Ne, natürlich, ich habe das Ding ausgerüstet. Ja, Plätze. Oh. Da hat er uns den Quen aber recht schnell weggehauen. Aua. Komm, mach mal Quen. Geralt, Geralt, spring weg. Quen an, weg. Oh, und das war er. Okay, die gehen also. Was haben die Zyklopenauge? Natürlich, ich Bärenfell. Ein wenig umsehen. Ach echt? Neue Quest, harte Zeiten, Hilfe. Was denn hier los? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Naja. Warum nicht? Das war kein fairer Kampf. Hatte keine Chance. Mhm. Das Blut ist sogar noch feucht.
Ja. Es wundert mich immer wieder, dass wir die Quests jetzt hier so ein bisschen aus dem Kontext gerissen bekommen. Das Blut ist noch feucht. Aber das sind doch die einzigen Hinweise hier. Komm. Wir gehen mal... Plötze, wo bist du? Plötze, da. Im Gebüsch, guck mal an. Blöpp. So, wieder speichern. Ich nehme immer noch mit Dexory auf. Bei Far Cry probiere ich ja gerade eine etwas andere Aufnahmemethode. Aber, Far Cry scheint aufgrund der Dunya-Engine ja so ein bisschen problematisch zu sein auch. Mal schauen. Okay. Keine unerkundeten Orte hier, aber dafür ein Zyklopen, der eine Quest gestartet hat, beziehungsweise wahrscheinlich Teil einer Quest war. Ich kann auch... Ach Mist. Ich habe mich das Ding wieder total überrascht hier. Was ist denn hier los? Das sind doch wieder die Endriaden, ne? Die will ich jetzt aber nicht. Nee, nee. Ich wette, wir werden hier eh noch durch die ganzen Quests, die wir hier noch finden, weil wir haben ja eigentlich kaum was gemacht hier in dem Gebiet, im Vergleich zu Velen. Dass wir hier sowieso nochmal ordentlich durchs gesamte Gebiet gezogen werden. Hey da! Komm und sieh dich um! Jo, mach ich. Hallo! Hi! Willst du was kaufen? Nee, verkaufen. Zeig mir deine Waren. Wir haben aber schon wieder Schund hier mit dabei, sisse wohl. Da, blau. Das kann doch schon mal alles wieder weg. Wie viel hat der? Der hat auch noch gar nicht so viel. Das heißt, der ist eigentlich schon fast bedient mit dem, was wir hier mit uns rumschleppen. Dieser Sattel, den kann er auch nicht mehr. Ja. Reicht, Jung, reicht. Was hast du denn noch hier? Das sind die Schnellreisedinger. Einsame Weltreiseführer, genau. Und ansonsten... Macht das Sinn hier schon was? Nee. Hab gerade überlegt, ob man nicht vielleicht hier schon mal nach Zutaten für das Bärenschulenrezept, also zum Schmieden, gucken sollte, aber. Mach langsam. Was ist denn hier los? Nach Zutaten schon mal zu gucken, aber nee. Nee, komm. Spät ist es eigentlich. Kurz nach 8. Es wird Nacht. Oh. Fuck. Aua. Scheiße, ist ja ein Banditenlager hier. Da muss ich aber erst nochmal raus. Mal ausprobieren. Die Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Kram zurück. Auge um Auge. Aua. Okay, so viele sind schon ein bisschen fies. So. Da hinten schießt da jemand. Komm, nochmal. Patsch. Sehr gut. Und da ist unser Inventar schon wieder voll. Das gibt es doch nicht. Das ist ja unglaublich. Gerade verkauft und jetzt schon wieder hier. Wie liegt der denn da? Bisschen verdreht. Zutaten, ja, warum denn nicht? Kann man vielleicht noch das ein oder andere Tränkchen machen. Ist auch nicht verkehrt. Und ein Fatzke ist da oben irgendwo noch. Ja, ja. Huch. Guck mal, die Beine sind noch ein Stück weiter gelaufen, wie bei so einem Huhn, dem du den Kopf abschlägst. Okay, ich nehme an, das sind hier Personen in Not, oder? Wo sind denn die Personen in Not? Ist das nicht dieser Käfig? Personen in Not? Normal, ja, oder? Da. Die
Die Götter segnen und belohnen dich, Hexer. Ich kann dir aber nur ein kleines Geschenk geben. Komm zu mir nach Hause, es ist nicht weit. Okay, ja. Sehr gut. Das ist dein Zuhause, ja? Ach so. Ach, bist du vor der eigenen Haustür überfallen worden, na sowas.